Nein. Oh, ich habe uns was Leckeres gekauft. Ma, das ist das falsche Auto. Ah, wer zum Teufel sind Sie? Wer sind Sie? Du bist im... Ich bin hier. Du meine Güte, was ist passiert? Ja. Ich habe Nachschub für uns. Willst du mich auf meiner Tour begleiten, Mom? Du willst in einem Auto quer durchs Land düsen mit mir? Ja. Nein, wir sind ja nicht lange unterwegs. Es sind nur 8 Tage, die wir auf Tour sind. Warte mal, ich möchte lieber sicher gehen, dass ich mich nicht verhört habe. Du willst eine volle Woche in einem Auto mit deiner Mutter? Lieber als sonst was auf der Welt. Denkst du nicht, ich würde dir nach kürzester Zeit auf die Nerven gehen? Nein, es war nur so ein Gedanke. Wenn du keine Lust hast, dann eben nicht. Ich will dich zu nichts zwingen. Was? Bin ich so schrecklich, dass du nicht mal ein bisschen Zeit mit mir in einem Auto verbringen magst? Dich eingeladen? Willst du mit mir quer durchs Land fahren? Du müsst mir die Post nachsenden. Ich gebe dir 5 Sekunden, um mir zu sagen, ob du mitkommst oder nicht. Ich kann es kaum erwarten. Willst du mich veräppeln, Schätzchen? Das ist ja so aufregend. Tadele! Ja. Oh, mein Liebling! Oh, du freust dich wirklich. Oh, mein Gott, ich glaub's. Okay. Das muss ich jetzt nachfärben, bevor wir fahren. Was müssen wir mitnehmen? Du musst mir die Wetterverhältnisse sämtlicher Bundesstaaten auflisten, durch die wir fahren. Schatz, ich weiß, dass du nervös bist, aber dein Auftritt wird großartig. Es ist ein Pitch. Es ist ein... Man nennt es Pitch, Mann. Wow, was tust du? Ach komm, was machst du mit mir? Mr. Brewster? Komisch, ja, hallihallo. Hallo, Sie werden erwartet. Oh, fantastisch, großartig, toll. Wow. Was soll das? Ich begleite. Bin ich mit meiner Mutter da rein? Wie sieht denn die das aus? Die wissen nicht, dass ich deine Mutter bin. Das ist ja noch seltsamer. Wer sollst du sonst sein? Sind Sie so weit? Ja, ich bin so weit. Ja, danke, ich bin so weit. Toll. Er ist so weit. Bitte. Danke, hallo. Hi. Hallo. Ich danke Ihnen vielmals. Danke Ihnen. Viel Glück, Spätzchen. Danke, Ma'am. War mir eine Freude. Andy? Hey, Ma. Oh, mein Spätzchen. Hi. Hi, wie du aussiehst. Deine Haare sind so lang. Ist gut. Andy hat ein neues Produkt entwickelt. Und damit geht er als Vertreter von Tür zu Tür. Die von Avon? Nein. Bürsten oder sowas? Nein, das ist völlig anderes. Hast du eine Freundin? Hast du einen Freund? Bitte sei nicht so geschmacklos. Da gab's doch mal dieses Mädchen mit dem exotischen Namen. Bethany? Dad ist gestorben, als ich 8 war. Seitdem hattest du nicht ein Date. Wenn du dir deswegen Sorgen um mich machst, kann ich dich beruhigen. Mir geht's blendend. Begleitest du mich auf meiner Geschäftsreise? Du willst mit mir quer durchs Land fahren? Ja. Nein, wir werden ja nicht lange weg sein, nur 8 Tage. Nichts wie los, Andy! Ich bin so aufgeregt! Na schön, die Reise kann beginnen! Versprich mir, dass du niemals einen Anhalter mitnimmst. Ich werde niemals einen Anhalter mitnehmen. Gut, alles Vergewaltiger. Sie dürfen jetzt, wenn Sie wollen. Ja! Fantastisch! Viel Glück, Schätzchen! Danke, Ma'am! Schönen Tag noch! Fahren Sie nach 800 Metern. Oh, oh, oh. Was machst du denn, Ma? Bitte, ich stell dieses Ding ab. Ma, du musst hier abfahren. Was hier? Ma! Ab jetzt übernehme ich mal das Steuer. Gute Idee. Haben Sie noch Zimmer frei? Für Sie und Ihre Liebste. Meine was? Andy, die haben hier Froschohrringe. Oh, Alter, zwinkern Sie mir nicht zu, das ist meine Mutter. Sind Sie irre? Da ist ein Restaurant. Steht da Tapas? Ich liebe Tapas. Nein, da steht da nicht, Ma. Setz dich woanders hin. Du hattest mal einen dunkelroten Penis, als du noch klein warst. Jetzt hätte ich fast den Tisch vollgekotzt. Du würdest es mir doch sagen, wenn er wieder lila anläuft. Aus meinem Penis könnte ein Auge wachsen und ich würde es dir nicht sagen. Hi! Wenn Sie unser 2-Kilo-Steak innerhalb einer Stunde verdrücken, kriegen Sie es umsonst. Du weißt, wie ich essen kann. Los! Ist das Ihre Mutter? Diesbezüglich würde ich nicht lügen. Diese Woche ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ja! Ich wollte schon immer den Grand Canyon sehen. Ich weiß. Wie lange müssen wir den jetzt betrachten? 10 Minuten? Alles, was drunter ist, wäre respektlos. Weiß ja keiner. Ist ein Argument. Das war das letzte Mal, dass ich Ihre Tochter war. Was für ein schönes Kapitel. Mm, er schreibt großartig. Ja. Schon okay, ich habe einen Anhalter einsteigen lassen. Hi. Ich gebe Ihnen meine Nummer und wenn Sie mal in der Stadt sind, rufen Sie an. Ja, ihr zwei solltet in Kontakt bleiben.